Ja, gerade hier in diesen Weinrebenregionen, diese Gemeinden, man glaubt hier gar nicht, wie sich hier die Kilometer zusammenspulen, weil man hier immer in so Schlaufen rein und raus unterwegs wandert. Also es geht immer so hin und her am Berg. Und ein weiteres Mal überquere ich hier die Kinzig und dann geht es da drüben hier auf dem Damm entlang weiter Richtung Zunzweier. Aber davor geht es noch relativ steil bergauf. 130 Höhenmeter warten da auf mich. Und hier jetzt von der anderen Kinzig-Seite aus betrachtet wieder das Schloss Ortenberg. Servus, seid gegrüßt. Ich bin heute auf einer ganz großen Runde unterwegs rund um die große Kreisstadt Offenburg. Ja, es wurde erst vor ein paar Tagen, nämlich am 1. Mai, der sogenannte Gustavweg feierlich eröffnet. Dieser führt ab dem Bahnhof Offenburg durch sämtliche 11 Ortsteile, die zu Offenburg gehören, also die Gemeinden, in einer riesengroßen Runde. Insgesamt kommen dabei so 48, 49 Kilometer zustande mit fast 400 Höhenmetern. Die Strecke ist bestens markiert, meistens am Symbol mit der gelben Raute. Manchmal ist auch noch dieses Maskottchen, der Gustav, dieses Konterfei an manchen Stellen angebracht oder noch so ein paar Infos zum Standort dastehen, bin ich mal gespannt. Am Bahnhof jedenfalls, wo der Startort ist, da sieht man das Maskottchen direkt an der Hauptstraße. Ja, es geht jetzt also Richtung Waltersweier. Ich bin jetzt gerade in der Nähe des Industriegebietes Waltersweier unterwegs. Habe schon 2,4 Kilometer auf der Uhr. Geht durch Waltersweier durch, weiter nach Weier. Dann geht es hoch nach Griesheim. Dann wieder südlich runter nach Bühl, wieder etwas östlich nach Bolsbach, von Bolsbach wieder hoch nach Winschlägg. Da habe ich die 6. Gemeinde erreicht. Von Winschlägg geht es in einem ganz langen Bogen wieder südöstlich, teilweise in der Nähe der Bahnlinie entlang, bis nach Rammersweier. Rammersweier nach Zellweierbach, Zellweierbach nach Fessenbach, so durch die ganzen Weinreben mit herrlicher Aussicht wohl auf die umliegenden Gemeinden, eben auch Richtung Rheinebene vor. Bestimmt schön anzusehen von dort oben. Von Fessenbach geht es dann so in einer kleinen Schleife weiter durch Ortenberg durch, gehört aber nicht zu Offenburg, ist eine selbstständige Gemeinde, daher zählt sie nicht zu den 11 Ortsteilen. Dann geht es nach Zunzweier, der südlichste Ort von den gesamten 11 Ortsteilen. In Zunzweier geht es dann wieder ein bisschen nördlich nach Elgersweier.
dann Richtung Kinzig zurück und ein schönes Stück am Giffizee entlang, herrlich gelegen, Naherholungsgebiet. Da gibt es auch einen schönen Streichelzoo mit Esel, Shetland-Ponys, Ziegen, Schafen, ein paar Rinder, glaube ich. Recht schön. Eine Runde da um den Giffiz wären schon 2,7 Kilometer, aber ich streife den nur auf der östlichen Seite. Und dann geht es ein Stück an der Kinzig weiter, Richtung Offenburg wieder hinein, durch die City durch, bis ich dann in der Hauptstraße wieder heute Abend am Bahnhof angekommen bin. Und dann schließt sich diese riesengroße Runde. Ja, 12 Stunden 20 sind, glaube ich, angegeben als Wanderzeit. Wenn man vorhat, überhaupt diese Strecke am Stück zu wandern, empfehlenswert ist die Runde auch für Radfahrer. Da gibt es auch an manchen Stellen Alternativrouten, die dann ein bisschen einen leichteren Kurs anzeigen, wenn es mal ein bisschen unbequemer sein sollte. Ja, jedenfalls bestens markiert, gekennzeichnet die Strecke. Und jetzt bin ich hier in der Nähe von Waltersweier und bestes Wetter, wie ihr seht, strahlend blauer Himmel. Und somit würde ich sagen, weiter geht's. Hier jetzt ein richtig schöner Abschnitt, rund um 3,5 Kilometer zwischen Waltersweier und Weiher, wo es hier zwischen den Feldern hindurch geht. Richtig toll. Es verspricht heute ein richtig warmer Tag zu werden mit Temperaturen bis zu 22 Grad. Aktuell finden ja die Heimattage in Baden-Württemberg statt, ebenso auch in Offenburg. Und da gab es eben auch anlässlich der Eröffnung des Gustavweges am 1. Mai in jeder der 11 Gemeinden, die zu Offenburg gehört, großes Fest, wo groß gefeiert wurde, herrlich. Also konnte man es sich richtig gut gehen lassen am 1. Mai, der 1. Maihock. Und somit sollen eben die Gemeinden miteinander verbunden werden auf dieser Strecke. Ja, jetzt überwiegend noch alles in flachem Gelände unterwegs, wird sich aber dann im östlichen Teil der Strecke wohl ändern, wenn es dann Richtung Ramersweier, Zellweierbach, Fessenbach geht, Ortenberg, die Ecke. Ja, aber insgesamt eben doch relativ flach, sage ich mal. Also 400 Höhenmeter circa, das verteilt sich dann doch recht gut auf 48, 49 Kilometer Länge. Also Gustavweg wird dieser große Rundweg genannt, weil es früher mal einen Offenburger Bürgermeister gab im 19. Jahrhundert, der Gustav Reh. Und ihm zu Ehren wurde hier quasi dieser Weg angelegt. Ja, da wird es mal einen richtigen Muskelkater geben vielleicht, wenn ich dann so ab Kilometer 35 unterwegs bin. Und es geht dann so, ja, bei circa 44 Kilometer, schätze ich, am Giffizee vorbei. Da habe ich es nicht mehr allzu weit bis in die Innenstadt zum Bahnhof. Ja, direkt am Bahnhof Offenburg ist ja auch der zentrale Omnibusbahnhof angegliedert. Also auch prima, um da mit dem Bus anzureisen oder abzureisen. Ideal. Und wie gesagt, direkt am Bahnhof Offenburg startet diese große Runde. Man kann sie aber auch in kleinen Etappen wandern. Eigentlich ist vorgesehen, die Strecke in 12 Etappen zu gehen, auf circa 4 Kilometer, weil es doch immer wieder sehr gute Anbindungen gibt an den ÖPNV, sich da irgendwo abholen zu lassen und zurückzubringen. Aber bei mir war das so eine fixe Idee. Einmal gelesen, dass da ein neuer Wanderweg, Radweg eröffnet wurde und gleich fix in die Tat umgesetzt. Hab gedacht, ja, das packe ich doch so um die 50 Kilometer. Habe ich alle schon mehrfach gemacht in den letzten Jahren. Von daher auch heute wieder normalerweise prima umsetzbar.
ja, so ein bisschen den Körper ein bisschen strapazieren, ein bisschen richtig schauen, wie weit komme ich, wie klappt es heute. Die Kräfte einteilen natürlich für die gesamte Strecke, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, überwiegend auf asphaltiertem Boden unterwegs zu sein. Ich bin es ja eigentlich eher gewohnt auf Naturboden, Waldwegen, richtig schön weich mit Wurzeln, angenehm federnd. Das hat man heute eben nicht so. Sehr viel asphaltierte Wege sicherlich, ein bisschen fein gesplittet, geschottert, aber überwiegend doch etwas härterer Boden. Da bin ich mal gespannt, wie ich mit dieser doch extremen Belastung umgehe, wenn es dann so in die zweite Hälfte geht, nach Kilometer 25. Ja, und hier jetzt der Blick auf die Gemeinde Weiher. Die zweite Gemeinde, die ich jetzt erreiche nach dem Bahnhof. Da jetzt das Maskottchen, der Gustav, direkt an einem Baum. Das Konterfei. Hier geht es jetzt an so einem ganz kleinen Bachlauf parallel zur Kinzig weiter. Die Kinzig befindet sich jetzt momentan hier rechts von mir neben dem Damm. Und es geht auf diesem weich geschotterten Weg Richtung Griesheim. Das ist dann die dritte Gemeinde von diesen 11 Ortsteilen, wenn man Ortenberg nicht mit dazu zählt. Perfektes Maiwetter. Und ich bin jetzt exakt eine Stunde am Wandern. 5,25 Kilometer habe ich absolviert. Das wird sicherlich im späteren Verlauf etwas weniger pro Stunde. Vor allem, weil dann auch noch ein paar Höhenmeter dazukommen in den Weinreben und so weiter. Auch bei Zunzweier, da hat man dann gleich nochmal 130 Meter Höhendifferenz, wo es dann im Wald bergauf geht. Jetzt wieder hat der Weg gewechselt von fein gesplittet auf richtig harter Asphalt. Das merkt man hier schon. Ein bisschen monoton jetzt gerade. Aber ich werde jetzt nachher auch oben an der Kinzig vorbeikommen, also den Blick zur Kinzig haben vom Damm oben. Momentan geht es eben hier weiter. Könnte aber auch sein, dass ich da drüben hätte laufen können, dürfen. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt da die Markierung nicht gesehen. Aber auf jeden Fall bin ich parallel dazu unterwegs und die Richtung stimmt, Richtung Griesheim. Wie ich gesehen habe, passt alles. Ich habe gerade eben wieder das symbolisierte Maskottchen als Radfahrer, radfahrenden Vogel auf einem Baum gesehen. Und die gelbe Raute war auch angebracht. Also bin ich hier auf dieser Seite korrekt. Jetzt wieder hier an so einer Ackerlandschaft vorbei. Weiter entfernt von mir in diese Richtung verläuft auch die Rheintalautobahn von Basel nach Karlsruhe. Aber einen Verkehr kann man hier jetzt nicht so wahrnehmen. Ist auch eine Lärmschutzwand vorne angebracht. Eigentlich recht angenehm hier so. Man trifft ab und zu mal ein paar Radfahrer oder Jogger. Richtig schön ruhig hier. Vor allem noch so, weil es vor 10 Uhr ist. Und es wird richtig warm werden. Das spüre ich jetzt schon. Hier jetzt direkt unter mir fließt die Kinzig. Ein schöner Fluss hier im mittleren Schwarzwald, entspringt in Losburg bei Freudenstadt, fließt dann über Schiltach, Wolfach, Hausach Richtung Offenburg, bis er dann bei Kehl-Auenheim in den Rhein mündet. 93 Kilometer langer Fluss. Und hier vor mir jetzt die Gemeinde Griesheim, die dritte Ortschaft, die ich jetzt erreiche hier auf meiner Runde.
Die Gemeinde Griesheim liegt jetzt bereits hinter mir und ich bin jetzt weiter unterwegs auf dem Weg nach Bühl, der vierten Gemeinde. Wieder ein asphaltierter Geh- und Radweg. Also hier trifft man doch immer wieder mal ein paar Radfahrer, die hier die Strecke fahren. Und es wird richtig warm. Also das schon jetzt kurz nach 10 Uhr. Da bin ich froh, dass ich mir nur kurze Sachen angezogen habe. Denn mit einer langen Hose, da wäre ich heute sicherlich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Die Hälfte der Gesamtdistanz, so 24 Kilometer, werde ich dann in Zellweierbach circa erreicht haben. Aber bis dahin ist es doch noch ein gehöriges Stück Arbeit durch die einzelnen Gemeinden. Ich bin jetzt 1 Stunde 39 am Wandern in ja, 8,72 Kilometer auf der Uhr insgesamt. Wir haben zwischen 10 und 11 Uhr. Und die Sonne hat natürlich noch nicht ihren höchsten Stand erreicht, aber es wird schon ganz schön warm. Also das ist man gar nicht so gewohnt, nachdem es in den letzten Tagen doch relativ frisch war am Tag. Jetzt genau zum Wochenende richtig passendes Wetter. Ideal für so eine lange Wanderung, so ein Ultramarathon. Denn er hat ja mehr als 42 Kilometer Länge. Also ich denke, so auf die 49 könnte ich wahrscheinlich heute fast kommen. Schauen wir mal. Die Gemeinde Bühl liegt hinter mir, Bohlsbach kommt jetzt vor mir. Die beiden Orte verbindet eine Kreisstraße, an dessen Geh- und Radweg ich jetzt gerade unterwegs bin. Aber ich scheine mich wohl doch ein bisschen minimal verlaufen zu haben in Bühl. Bin da nicht diese Außenrunde scheinbar gelaufen, sondern an einem Gasthaus vorbei, habe die B33, die Bundesstraße, überquert. Hab da wahrscheinlich doch mal kurz irgendwo einen Wegweiser übersehen und schon ist die Strecke ein paar hundert Meter kürzer wahrscheinlich. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Jedenfalls vielen Dank an die freiwilligen Helfer des Schwarzwaldvereins, die in ehrenamtlicher Tätigkeit in mehreren hundert Stunden Arbeit die gesamte Markierung und Beschilderung dieses Gustavwegs in Angriff genommen haben vor einiger Zeit. War wahrscheinlich auch mein Fehler, dass ich irgendwo ein Schild übersehen habe, ein Wegweiser. Aber ich bin jetzt wieder korrekt unterwegs hier auf der Strecke. Bei bestem Wetter. Und man sieht es immer wieder in den einzelnen Ortschaften. Die Leute sind alle draußen am Rasenmähen, wie hier. Oder anderweitig im Garten werkeln. Also alle sind draußen, haben da genug Arbeit bei dem herrlichen Wetter. Nutzen die Zeit. Ja, ich bin hier unterwegs, Kilometer schrubben. Jetzt hier vor mir Bohlsbach. Eine weitere Ortschaft, die zu Offenburg gehört. Ja, momentan habe ich mir jetzt einfach noch das GPS-Gerät dabei, das angemacht. Habe ja die GPX-Datei, die man auf der Homepage runterladen kann, von den Heimattagen Offenburg draufgezogen. Und da fühlt man sich dann doch ein bisschen sicherer, weil man kann dann genau sehen,
wo kommt die nächste Kreuzung, wo muss ich abbiegen. Und falls man vielleicht doch mal ein bisschen Unsicherheit drin hat, bin ich auf dem richtigen Weg, zeigt es mir hier mit der markierten Linie als Display oder am Display genau an und fühlt man sich doch ein bisschen sicherer. Vielleicht schalte ich später wieder aus, aber momentan bin ich ganz gut bedient, es anzuhaben. Und von Bolsbach geht es jetzt wieder nördlich bis nach Winschlägg. Das ist auch gleichzeitig die nördlichste Offenburger Gemeinde. Zunzweier ist die südlichste. Die erreiche ich dann gegen Nachmittag, am späten Nachmittag. Ja, und von Zunzweier, wenn ich da ganz unten angekommen bin, geht es dann wieder über Elgersweier, wie gesagt, ein Stück parallel zur Kinzig, wieder runter zum Giffizsee und dann allmählich stadteinwärts in die City von Offenburg über die Ritter- und Hauptstraße zum Bahnhof. Völlig erschöpft wahrscheinlich, denn das wird man schon spüren. So viel Asphaltanteile, die man hier hat auf der Strecke. Mit dem Fahrrad wäre es natürlich dann doch um einiges einfacher. Könnte man die Strecke zweimal abspulen und hat dann so um die 96 Kilometer wahrscheinlich. Ja, und hier geht es jetzt rechts, das sehe ich schon da vorne am Baum. Da ist wieder die gelbe Raute angebracht. Jetzt am Anfang, zu Beginn der Strecke, hat man bereits nach 11 Kilometern 5 Offenburger Ortsteile abgeklappert, sage ich mal. Waltersweier, Weiher, Griesheim, Bühl und Bolsbach. Das heißt, die liegen da relativ nah beisammen. Aber jetzt habe ich ja immer noch circa 35, 36 Kilometer Strecke vor mir. Und da sind es dann nur noch quasi 6 Ortsteile, die zu Offenburg gehören, wenn man Ortenberg weglässt. Also die sind dann doch relativ weitflächig zum Teil auseinandergezogen. Vor allem zwischen Winschlägg und Rammersweier, da laufe ich also relativ lange, bis ich da dann die Gemeinde Rammersweier erreicht habe und dann eben auch noch mal von Fessenbach bis nach Zunzweier, der südlichsten Offenburger Gemeinde. Da bin ich auch noch mal, glaube ich, circa 11 Kilometer oder 10,8 unterwegs, wo ich dann sonst keine andere Gemeinde habe, die zwischendrin liegt, außer wenn man jetzt Ortenberg dazu rechnet. Aber ist ja eigenständig, die Gemeinde Ortenberg. Und ja, da Richtung Zunzweier geht es auch noch mal ziemlich lange ein Stück an der Kinzig entlang, bevor es dann bergauf im Wald geht. Also da liegt mir noch eine ordentliche Strecke bevor. Jetzt hier kurz vor Kilometer 12. Und die ersten Häuser kann ich von hier aus schon sehen, die zu Winschlägg gehören. Aber doch noch ein weites Stück. Die Kirche kann man sehen von hier. Und ganz weit oben in der Ferne, der höchste Berg des Nordschwarzwaldes, die Hornisgrinde, kann man von hier aus machen. Jetzt hier auf der Actioncam wahrscheinlich nicht zu erkennen. Da liegen dann schon ein paar mehr Wolken oben in der Höhe. Oder in der Ferne vielmehr, hier jetzt noch alles schön blauer Himmel, aber soll ja trocken bleiben heute. Ja, hier zwischen Bolsbach und Winschlägg ein richtig schöner Weg abseits der Zivilisation, wenn man es mal so sieht. Herrlich. Was habe ich verpflegungsmäßig dabei? Ja, 2 bis 3 Liter Wasser, eine Banane, 3 Riegel, so Eiweißriegel. Also alles sehr proteinreich natürlich dadurch. Ja, und das war es eigentlich. Ja, ein Joghurt noch. Aber ich sag mal, unterwegs esse ich allgemein nicht so viel. Trockenfrüchte nicht zu vergessen. Ja, so ein paar Trockenfrüchte, Nüsse, Rosinen, sowas habe ich dabei. Soll ja auch ein guter Energiekraftspender sein. Aber ansonsten richtig essen werde ich dann erst heute Abend zu Hause. Unterwegs dann mehr so flüssige Nahrung, wie gesagt. Stilles Wasser eigentlich hauptsächlich. Apfelsaftschorle wäre jetzt auch nicht so schlecht. Aber wenn, dann müsste schon richtig gut gekühlt sein.
Ich habe jetzt nur normale Flaschen dabei, also keine Isolier-Thermoflaschen, das nicht. Und wenn ich Glück habe, komme ich vielleicht noch an einem Brunnen vorbei. Irgendwo an einer der östlichen Gemeinden von Offenburg, da Zellweierbach, Fessenbach. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich glaube, so durstig bin ich heute dennoch, trotz allem nicht. Aber man darf es nicht unterschätzen. Es wird richtig schön warm heute. Also wir werden dann mehr als 20 Grad haben. Und mit Sonnencreme präpariert habe ich mich auch. Schon ein bisschen eingerieben. Denn sonst gibt es dann richtig schönen Sonnenbrand wahrscheinlich, wenn ich das nicht machen würde. Weil ich ja eh ein heller Hauttyp bin. Von daher muss man da schon ein bisschen vorsichtiger sein. Gerade zwischen Kilometer 15 und 16 an der B3 Windschläge durchqueren, also von einer Seite auf die andere. Jetzt geht es in einer kleinen Schlaufe und einer Unterführung auf der anderen Seite weiter vom Ort ortsauswärts Richtung Rammersweier, eine richtig lange Strecke. Ich bin jetzt hier auch noch auf dem Radweg zugleich unterwegs. Vorne, wie gesagt, eine Unterführung hier. Da unterquert man die Bahnstrecke nach Karlsruhe. Ja, und so in etwa ein Drittel der Gesamtdistanz habe ich jetzt bewältigt. Werde ich demnächst auch mal eine kleine Pause machen, ein bisschen was trinken und essen, um mich wieder ein bisschen zu stärken. Aber es läuft ganz gut bis jetzt. Allerdings macht sich dieser Asphaltboden doch relativ gut bemerkbar. Also das spürt man schon, wenn man sonst gewohnt ist, auf federndem Waldboden unterwegs zu sein. Und jetzt hier auf so bretthartem Asphalt ist schon eine richtige Umstellung. Windschläg war somit auch die 6. Gemeinde, die ich jetzt auf meiner Runde erreicht habe und schon wieder verlassen habe. Hier geht es jetzt bei Kilometer 16. Ja, jetzt genau 16 Kilometer erreicht. Parallel zur Bahnlinie. Wanderzeit 3 Stunden, 2 Minuten aktuell. Die reine Gehzeit, eine Pause habe ich noch gar keine unternommen bis jetzt. Wenn sich mal in den nächsten 2 Stunden oder so die Gelegenheit bietet, werde ich es nutzen. Die Radfahrstrecke hier auf dem Gustavweg geht hier hinter mir, also hier auf der anderen Seite weiter. Die dürfen da ein bisschen auf Asphalt weiterfahren. Hier ist dafür so ein kleiner Sandweg, ein bisschen mit Wiese in der Mitte. Auch nicht so viel weicher wie Asphalt, aber man merkt es schon, es geht ein bisschen besser drauf zu laufen. Und jetzt geht es mehrere Kilometer Richtung Südosten bis nach Rammersweier.
So, jetzt verlasse ich die Strecke an der Bahnlinie wieder und jetzt geht es hier auf diesem asphaltierten Weg weiter. Wir haben es jetzt 12 Uhr mittags. Ich bin jetzt 17 Kilometer circa unterwegs. Da wird es auch für mich mal nachher Zeit, eine kleine Pause einzulegen, um meine Energiespeicher wieder aufzufüllen. Mittlerweile bin ich auch schon an der Gemeinde Ramersweier vorbeigekommen. Es geht jetzt weiter Richtung Zellweierbach. Kurz hinter Ramersweier habe ich noch mal eine kleine Pause gemacht, noch mal was getrunken. Ja, noch ganz die Hälfte habe ich nicht, aber ich bin unterwegs zwischen Kilometer 21 und 22. Das auf jeden Fall. Und 4 Stunden, 5 Minuten, reine Wanderzeit jetzt momentan. Das Wetter hat sich ein bisschen bewölkt. Es windet ein bisschen, recht angenehm so mit dem auffrischenden Wind. Besser, als wenn es zu windstill ist. So hat man dann doch immer ein bisschen eine kleine Erfrischung. Also wie ihr hier lesen konntet, bis Fessenbach jetzt noch 5,2 Kilometer zu Fuß. Ja, zwischen 22 und 23 bin ich unterwegs. Und jetzt kommen dann eben so ein bisschen mehr die etwas selektiveren Abschnitte. Das heißt, es gibt da schon einige Bergaufmeter hier in den Weinreben rund um Ramersweier, Zellweierbach, Fessenbach, dann Richtung Ortenberg auch so. Dann geht es wieder ein bisschen ebener weiter an der Kinzig Richtung Zunzweier, wo es dann wieder im Wald 130 Höhenmeter nach oben geht bis zum Aussichtspunkt. Schöne Aussicht, liegt fast 300 Meter hoch. Und dann geht es so ein bisschen durch den Ort durch von Zunzweier wieder Richtung Norden, Elgersweier bis Offenburg zurück. Das habe ich ja schon gesagt. Und nach wie vor
angenehm warm. Man kommt dann doch ganz schön ins Schwitzen. Hier jetzt der herrliche Blick runter auf Zellweierbach. Ja, man merkt eben doch, dass ich hier schon ein paar Höhenmeter absolviert habe, jetzt zur Hälfte der Strecke hin. Und auf so einem schönen, fein gesplitteten Schotterweg geht es weiter. Also zur Wolfsgrube komme ich nicht hoch. Auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel, wo man auch lecker Flammkuchen essen kann und eine traumhafte Sicht hat eben zur Rheinebene vor. Die Vogesen kann man sogar schon schemenhaft erkennen hier, wenn man hier jetzt gerade steht. Das Borda-Hochhaus. Und so bin ich eigentlich gut gerüstet für die zweite Hälfte der Tour. Aber andererseits bin ich eigentlich auch froh, dass es nun endlich mal ein bisschen bergauf geht, denn da wird dann doch ein bisschen eine andere Beinmuskulatur beansprucht, wo man dann auch zum Teil an manchen Stellen mehr auf dem Vorfuß läuft. Zwar ganz so steil ist es nicht, aber schon mal ein bisschen was anderes, wie immer nur komplett in der Ebene unterwegs zu sein. So, so knapp die Hälfte habe ich jetzt in den Füßen, in den Beinen zum Schloss Ortenberg. 6 Kilometer, Schuckshof 2,5, Gengenbach 15 Kilometer, aber so weit geht es ja nicht. Ist ja eine selbstständige, eine eigenständige Stadt, gehört ja nicht zu Offenburg, Gengenbach. Und wird man nachher wieder einen schönen Blick hier haben von den Reben runter ins Tal nach Zellweierbach. Klasse, prima hier diese Aussicht von hier oben. Da sieht man das Burda-Hochhaus sehr gut links und weiter rechts daneben die zwei Stadtkirchen von Offenburg, die sehr in die Höhe ragen. Ja, und ganz hinten, ich möchte es jetzt nicht mit dem Finger zeigen, weil ich es vielleicht nicht richtig zeige, aber naja, doch, zeige ich mal so grob in die Richtung, würde ich sagen. Da hinten sieht man das Straßburger Münster. Grobe Richtung zumindest. Ja, prima Aussicht von hier oben. Kann sich sehen lassen. Und jetzt geht es hier für eine ganz kurze Passage durch einen schattigen Mischwald, bevor es dann da vorne gleich wieder eine gute weitere Aussicht gibt, hier von den Rebhängen. Kilometer absolviert in jetzt 4 Stunden 50 Minuten. Es läuft. Nachdem ich jetzt in den Weinreben hier rund um Zellweierbach und Fessenbach wohl die größte Höhe von 317 Metern erreicht habe, geht es hier jetzt wieder bergab. Wieder auf der gelben Raute, prima markiert durch die Weinreben hier auf einem etwas, ja, ziemlich
unebenen Weg hier. Alte Betonplatten. Aber dafür ist es nicht so geröllig. Geht eigentlich ganz gut. Muskelkater habe ich keinen bisher. Ah, ich muss ja noch genügend Körner für die letzten 22, 23 Kilometer haben, damit ich wieder gut ankomme nachher in Offenburg. Ja, gerade hier in diesen Weinrebenregionen, diese Gemeinden, man glaubt ja gar nicht, wie sich hier die Kilometer zusammenspulen, weil man hier immer in so Schlaufen rein und raus unterwegs wandert. Also es geht immer so hin und her am Berg, zwar nicht mit allzu viel Höhenmetern, immer wieder mal so ein paar kleinere, kurze Anstiege, aber es geht eben nicht so straight geradeaus, sondern immer so in kleinen Bogen rein, wieder raus vom Weg. Also es ist wahnsinnig. Und dadurch bewegt man sich auch gar nicht so schnell voran, wenn man jetzt da eine Linie von A nach B ziehen würde. Ich meine, ich kann jetzt so hier ganz in der Ferne die obere Spitze vom Schloss Ortenberg sehen. Aber bis dahin gibt es auch noch ein paar Kilometer, bis ich dort angekommen bin. Und von dort zieht es sich ja dann wieder relativ lange, weil es erstmal wieder vor Zunzweier im Wald ziemlich bergauf geht. Ja, und immer noch keine 30 Kilometer absolviert. Ich stehe jetzt kurz nach Kilometer 28. Aber soweit fühle ich mich ganz gut. Ein bisschen durstig bin ich gerade wieder. Muss ich nachher noch ein bisschen nachkippen. Ein bisschen Flüssigkeit. Und mit der prächtigen Aussicht geht es gerade so weiter hier rund um Käfersberg und Ortenberg. Einfach herrlich, wie das Wetter so schön klar ist heute. Blauer Himmel fast mit ein paar einzelnen harmlosen Wolken.
aber ansonsten richtig frühlingshaft mild, um die 22 Grad und dann dieses tolle Panorama hier, hat schon was. Ich weiß nicht, ob man es hier so erkennen kann. 30,02 Kilometer in 5 Stunden 48 Minuten. So, 31 Kilometer erreicht und hier vor mir liegend jetzt das Schloss Ortenberg. Da gibt es ja auch eine Jugendherberge. Manchmal finden da auch sogar Hochzeiten statt. Und ein weiteres Mal überquere ich hier die Kinzig und dann geht es da drüben hier auf dem Damm entlang weiter Richtung Zunzweier. Aber davor geht es noch relativ steil bergauf. 130 Höhenmeter warten da auf mich bis zur schönen Aussicht, nennt sich diese Stelle. Da gibt es auch eine Hütte und dann geht es zu den letzten zwei Ortenau, also Offenburger Gemeinden von Zunzweier und Elgersweier weiter. Und hier jetzt von der anderen Kinzig-Seite aus betrachtet wieder das Schloss Ortenberg. Ja, richtig imposant liegt es da oben. Und die Grillen zirpen. Schönes frisches Windchen geht hier. Ein feines Lüftchen. Ansonsten knallt die Sonne vom Himmel. Ich bin froh, dass es nicht nochmal 5, 6 Grad wärmer ist. Weil dann hätte ich deutlich mehr mitnehmen müssen zum Trinken. So bin ich jetzt eigentlich doch mit nur 1,5 Liter ausgekommen. Und so richtig arg dürstet mich eigentlich gar nicht. Jetzt gerade Kilometer 33 erreicht. In 6 Stunden 23,30. Und so kann es weiterlaufen für mich. Viele Wanderer oder auch YouTuber, habe ich schon gehört, die haben als öfters Probleme bei so extrem langen Wanderungen, wenn es dann mal jenseits der 30, 40 Kilometer Länge geht und sie machen da unterwegs eine Pause, haben sie hinterher richtig Probleme, wieder ordentlich in Gang zu kommen, den normalen Rhythmus wieder reinzubekommen, einen Schritt zu fassen, so wie es vorher war. Bei mir geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich mache jetzt auch nicht extrem lange Pausen, meistens so 10, 12 Minuten circa, schnell was essen, trinken und habe ich eigentlich dann gar keine Probleme, wieder normales Tempo aufzunehmen. Vielleicht ist es dann ganz was anderes, wenn man über 60 Kilometer wandert, so richtig extrem lange Strecken. 60, 80, 100, ja, da kann es vielleicht sein, wenn man dann eh schon einige Wehwehchen hat unterwegs.
dass man das die Hüfte schmerzt, das Knie, dass man sich vielleicht eine Blase gelaufen hat oder eine Sehne schmerzt irgendwie, Überbelastung, Beanspruchung, Muskelkater ohnehin, dass man einfach nur noch müde wird, dass es dann natürlich viel schwieriger wird, nach einer Pause, je länger sie ist, dann wieder in Gang zu kommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich sag mal hier jetzt bei meiner Länge bis 50 Kilometer, da passt das bei mir ganz gut. Oder ich stecke das einfach besser weg und habe da nicht so die Probleme. Wenn ich mich da mal kurz hinsetze irgendwo an einer Bank und danach wieder anfange loszuwandern, klappt zum Glück ganz gut bei mir. Ja, und hier immer noch der Blick auf das Ortenberger Schloss. Hier drüben gibt es auch so einen kleinen See, direkt neben der Kinzig. Also nur getrennt durch den Kinzigdamm. Ja, und da vorne wird es jetzt hoch in die Wälder gehen. So eine kleine Anhöhe noch. Ja, da habe ich dann halt noch mal 130 Höhenmeter, die da auf mich warten, bis es dann nach Zunzweier weitergeht. Wenn ich jetzt hier auf diesem Kinzigdamm weiter wandern würde, dann käme ich irgendwann nach Gengenbach. Ja, dann kann man das ganze Kinzigtal nach hinten durchwandern. Biberach, Steinach, Haslach, Hausach. Und dann kommt es darauf an, ob man Richtung Wolfach links abbiegen möchte, Richtung Freudenstadt, also Schildach kommt dann noch vorher, oder rechts weiter nach Gutach, Hornberg und so weiter. Kann man auch sehr gut mit dem Rad fahren, also wirklich eine prima Strecke hier, um das auch mit dem Rad abzufahren. Ja, hinter mir könnt ihr es vielleicht noch sehen, da waren jetzt gerade vier kleine Alpakas, also wirklich noch sehr junge und jede Menge Leute drumherum. Ich weiß nicht, ob die da einen Ausflug zusammen gemacht haben. Es waren also wirklich bestimmt 12 bis 14 Personen und so ganz junge Alpakas, richtig süß. Sieht man ja auch nicht alle Tage, also die waren noch längst nicht ausgewachsen. Konnte ich natürlich jetzt nicht aus der Nähe filmen. Und jetzt geht es hier am Waldrand so allmählich dann hier nach oben. Und jetzt geht es hier auf dem sogenannten Försterweg hoch zu der Gemarkung Schöne Aussicht. Die liegt ja fast 300 Meter hoch mit einer schönen Schutzhütte daneben. So eine tolle Wegkreuzung ist das. Und noch geht es ein bisschen bergauf. Aber schön schattenspendend hier dieser Wald. Da merkt man gleich mal, wie viel Grad kühler es ist, wenn man nicht so der Sonne ausgesetzt ist unmittelbar. Jetzt geht es hier weiter auf dem Gutleutpfad. Und das jetzt nach etwas mehr als drei Viertel der Strecke, denn ich bin jetzt schon zwischen Kilometer 36 und 37 unterwegs. Gerade jetzt der Gutleutpfad hier schlängelt sich in Serpentinen auf so einem schmalen Weg nach oben. Da gibt es dann auch wieder eine Alternativroute für Radler. Puh.
bin ja richtig froh, dass meine Muskulatur so prima mitmacht. Hab da gar keine Beschwerden zum jetzigen Zeitpunkt. Alles prima. Kein Ziehen, kein Zwacken, keine Zerrung, keine Blase oder irgendwo eine wunde Stelle im Fußbereich. Alles perfekt. Sind wahrscheinlich auch angenehm gute Socken, nicht zu dünn. Es macht dann doch viel aus. Ich habe zwar noch ein paar Ersatzsocken dabei gehabt, aber die brauche ich garantiert jetzt nicht mehr auf den letzten gut 11 Kilometern. Ah, richtig schön. Und da vorne kommt dann die schöne Aussicht. Zeige ich euch gleich. Ja, und zum letzten Viertel der Tour bekomme ich ja doch noch ein paar schöne Wald- und Wurzelwege hier, so wie ich es normal gewohnt bin. Aber das kann man ja nicht erwarten, wenn man hier durch sämtliche Ortsteile der Stadt Offenburg wandert. Da gibt es natürlich nicht so viel Wald, aber dafür auch viele Reben, Ausblicke, Rebhänge. Doch immer wieder schöne Wegabschnitte. Und hier jetzt eben so ein Highlight im Wald von Zunzweier. Da komme ich gleich noch an der Sauweide vorbei. Auch so ein schöner, alter, uriger Spielplatz. Ist nicht mehr weit von hier. Also wie ihr hören könnt, ist hier wahnsinnig viel los auf diesem Spielplatz bei Zunzweier. Also ich konnte da jetzt nicht filmen. Man konnte schon von oben wahnsinnig viele Kinderstimmen hören. Alle sind da am Feiern und Grillen zum Teil. Essen da, spielen, aber ich denke mal, wer hier aus der Gegend ist, der war sicherlich schon mal da. Ein sehr bekannter Treffpunkt für Kinder, Familien. Richtig schön, auch noch so am Waldrand gelegen, relativ schattig. Von daher geht es jetzt noch durch den Ort Zunzweier und dann nach Elgersweier, dann am Gifitz vorbei. Und dann die letzten paar Kilometer ins Stadtzentrum von Offenburg bis zum Bahnhof eben. Nach Verlassen des Ortes Zunzweier ist das Ortenberger Schloss wieder so wahnsinnig weit entfernt von hier, von dieser Position. Da ist es. Und weiter geht's zum letzten der 11 Offenburger Vororte nach Elgersweier. So, ich glaube, man kann es aber nicht wirklich erkennen. 40 Kilometer in 7 Stunden 48 gelaufen. Ja, also noch etwa 7 bis 8 Kilometer dürften es wohl sein bis an den Offenburger Bahnhof. Prachtvolles Maiwetter, herrlich, Sonne satt.
Und jetzt nach Elgersweier wieder das Ortenberger Schloss, diesmal von dieser Seite, auf dem Weg zur Kinzig und zum Gifitz, zum Gifitzsee. Ja, liebe Leute, jetzt geht es noch fast eine halbe Runde hier um das Naherholungsgebiet am Gifitzsee mit Tiergehege und dem Skaterpark am Schloss. Geht es noch über den Parkplatz, dann wieder auf der anderen Seite an der Kinzig wieder ein Stück entlang und dann schon Richtung Stadtmitte. Ja, ich habe jetzt 43,6 Kilometer absolviert in 8 Stunden 29 reiner Wanderzeit. Mir geht es nach wie vor richtig gut. Ich merke so ganz minimal, ja, ein bisschen ganz leicht muskulär was, aber das ist wirklich sehr dezent nur an den Oberschenkeln. Wirklich nur minimal. Das bremst mich deswegen nicht aus. So kann ich eigentlich ungehindert das gleiche Tempo weitergehen bis zum Schluss. Leute, ja, das war's dann wieder mal mit dieser Ultramarathon-Wanderung vom Gustavweg hier in Offenburg. Alle 11 Ortsteile der Stadt abgeklappert zu Fuß nonstop und das noch unter 10 Stunden. Ich bin jetzt ja fast 45 Kilometer unterwegs, hab's also nicht mehr allzu weit. Freue mich, dass ihr wieder dabei wart und mich virtuell begleitet habt hier auf dieser Tour. Bei allerbestem Frühlingswetter hat richtig Spaß gemacht, mich zumindest ein klein wenig auszupowern. Ja, vielen Dank nochmal und geht selber mal raus, probiert's mal, wie viele Kilometer schafft ihr. Vielleicht habt ihr schon mal 20 oder 30 Kilometer absolviert, da wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, mal zu probieren. Könnt ihr noch 10 oder 20 mehr. Natürlich muss man auch die Lust dazu haben und die Zeit, die Motivation. Aber dafür ist es mir immer allemal wert, in die Natur rauszugehen. War jetzt auch die längste Tour wieder mal seit langem. Ich bin zwar schon längere Strecken gewandert, aber ich denke, für heute reicht's. Vielen Dank, sage ich. Macht es gut. Bis demnächst wieder beim nächsten Video. Und tschüss.